Wir sind bei Donnerstag, 14. September 2023. Wir haben die Sonne in der Jungfrau, den Mond in der Jungfrau und den rückläufigen Merkur in der Jungfrau. Da ist sehr viel, na, ich sag mal, sachlicher Umgang drin. Und vielleicht ist das auch gut so. Man hält sich an das Wesentliche, muss jetzt auch nicht unbedingt in die Tiefe gehen. Wir haben mit uns selbst, ja, mit den Rückläufigkeiten genug zu tun. Wir haben da einmal natürlich rückläufigen Jupiter im Stier, den Uranus im Stier rückläufig. Wir haben rückläufig den Pluto im Steinbock und den Saturn in den Fischen. Da ist es auch ja, ganz gut, wenn man auch Zeit und Muße hat, sich mit seinen eigenen Befindlichkeiten, Gefühlen auseinanderzusetzen. Und diese Zeit sollte man natürlich nutzen. Vorläufig haben wir den Mars in der Waage. Wir haben vorläufig den Neptun in den Fischen und natürlich die Venus im Löwen. So, da kann natürlich die Reglementierung, die mit der Jungfrauenergie da ist, schon mal ein bisschen kollidieren. Aber wichtig ist doch, dass man sich aufeinander verlassen kann und dass man trotzdem liebevoll miteinander umgeht. Das finde ich sehr wichtig und ich denke, dass wir das heute hinbekommen. Es ist nur noch bis morgen, dann wird der Merkur wieder vorläufig. Aber Obacht, nicht zu hastig dann vorgehen. Schön ein, zwei Tage das hinplätschern lassen. Wir haben ja dann auch das Wochenende. Aber schauen wir erstmal, was wir heute an diesem Donnerstag so für die einzelnen Sternzeichen haben. Herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Donnerstag, 14. September 2023. Wir haben ähnliche Energien wie gestern mit der Sonne in der Jungfrau, dem rückläufigen Merkur in der Jungfrau, dem Mond in der Jungfrau. Also sehr viel, naja, strategisches Vorgehen, vorsichtig, einen Schritt vor den anderen, nicht zu hastig vorgehen. Wir haben dann Mars in der Waage, ausgleichend, harmonisierend. Die Venus im Löwen, da haben wir eben auch die Feuerenergie, Temperament, aber auch Risikofreude in Finanzen und so weiter, sollte man da sehr vorsichtig vorgehen. Dann haben wir Rückläufigkeiten, den Pluto im Steinbock, den Jupiter und den Uranus im Stier. Wir haben Neptun in den Fischen rückläufig, auf sich achten, die Dinge nochmal angehen, die in den Rückläufigkeiten wichtig sind. Und Neptun in den Fischen ist vorläufig, Feinfühligkeit entgegenkommen, Freundlichkeit, Einfühlungsvermögen sind da. Also verschiedene Energien, die wir wieder unter einen Hut bringen müssen. Wir schauen uns an, was wir am heutigen Donnerstag so haben. Wir haben die 10 der Schwerter. Du hast schon so deine Erfahrung damit gemacht und hoffentlich auch, ich sag jetzt mal, ein paar Dinge für dich klären können, wenn auch nicht alles. Wir haben die Illusion, die 8 der Kelche, die hohen Erwartungen, die eben auch mit Venus im Löwen und dem Mars in der Waage eben auch dazu führen können, dass man ein bisschen, ja, sehr stark an etwas glaubt, was man umsetzen möchte. Man sollte aber immer auch die Realität im Auge haben. Aber man möchte davon nicht ablassen. Man ist so ein bisschen, ich will aber, ja, man möchte das unbedingt durchsetzen oder umsetzen. Das ist auf der einen Seite gut, dass man sich nicht von den Dingen abhalten lässt. Andererseits ist es nicht gut, wenn man eben so ein bisschen, ja, ich sag mal, stur bleibt bei etwas. Du solltest aus dem, was passiert ist, gelernt haben. Du solltest deine Erwartungen auf ein machbares Niveau senken, ja. Und natürlich solltest du dir auch nicht zu viel vornehmen, dass du dir zu viele Dinge auf einmal vornimmst. Lieber ein bis zwei Sachen, die dann auch wirklich mit Geduld und langem Atem durchgeführt werden. Daran solltest du festhalten. Und dann haben wir die Mäßigkeit, die Schütze-Energie, Gefühl und Intellekt zusammenzubringen, in Einklang zu bringen. Da braucht man schon ein bisschen Zeit dazu und daran sollte man festhalten, Ausgewogenheit. Also nicht übertreiben. Ich denke, hier ist auch die Übertreibung mit gemeint oder dieses Gefühl, jetzt will ich aber da raus aus diesen Schwierigkeiten oder aus diesen Erinnerungen oder Erlebnissen, die ich hatte. Es ist wichtig, dass du da dran bleibst, aber eben nicht zu hastig vorgehst und dir nicht zu viel auf einmal vornimmst. Sparsamkeit, 4 der Münzen, daran festhalten, nicht aufgeben, ist klar, aber eben auch für Ausgewogenheit sorgen, auch in deinem Wohlbefinden, genauso natürlich wie in deinen Pflichten. Also gerade bei Merkur rückläufig,
schön langsam machen, auch wenn es schwer fällt. Ich wünsche dir einen schönen Donnerstag. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind bei Donnerstag, 14. September 2023, mit Sonne in der Jungfrau, rückläufige Merkur in der Jungfrau und dem Mond in der Jungfrau. Da haben wir sehr viel Erdenergie, das kann auch ein bisschen zu viel sein. Man versucht wirklich hypergenau zu sein. Perfektionismus gibt es nicht, deswegen sollte man es nicht versuchen. Die Kommunikation ist weiterhin natürlich schwierig mit dem rückläufigen Merkur. Und man sollte auch nicht überkritisch sein, sich selbst und natürlich auch anderen gegenüber nicht. Wir haben den rückläufigen Jupiter und den rückläufigen Uranus im Stier. Damit fällt vieles nicht so leicht, aber man kann in Ruhe die Dinge nochmal bearbeiten. Wir haben auch den rückläufigen Pluto im Steinbock. Also man muss sich jetzt nicht gegen etwas auflehnen, aber man kann die Ursachen erforschen, wie Dinge zustande kommen in Sachen Macht und Ohnmacht. Neptun in den Fischen ist rückläufig. Kümmere dich um dein Wohlergehen, um das, was dir gut tut, was du beherzigen solltest, beziehungsweise dir auch mal anschauen solltest, wovor du dich vielleicht öfter mal drückst. Wir haben Neptun in den Fischen vorläufig, macht dich auch sensibel, feinfühlig, das ist sehr nützlich. Rückläufiger Saturn, wie gesagt, Wohlbefinden, das gehört dazu. Wir haben dann den Mars in der Waage, Ausgewogenheit, Diplomatie. Und wir haben die Venus im Löwen, da geht es um Temperament, auch Risikofreude, auch so ein bisschen großes Ego. Auch die Finanzen werden von der Venus geleitet und da sollte man dann natürlich ein gesundes Maß finden. Das jetzt mal so als Rundumblick. Wir schauen uns an, was wir für den Stier am heutigen Donnerstag so haben. Intuition, sehr wichtig, dein Bauchgefühl, was sagt dein Bauchgefühl? Konzentrierst du dich ab und an mal auch darauf und spürst in dich hinein? Wir haben hier die 10 der Stäbe, das können Belastungen sein, aber du hast das Schlimmste hinter dir. Du hast es fast geschafft, was Verpflichtungen betrifft oder vielleicht auch Dinge, die du noch erledigen musst. Die 9 der Münzen, sich mal so ein bisschen Zeit nehmen, sich selbst auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen zurücknehmen und überlegen, wie viel du schon geleistet hast, wie viel du schon geschafft hast und dass du auch ruhig stolz auf dich sein darfst und dir auch mal ein bisschen Ruhe gönnen kannst, ja. Also ich denke mal, das kriegst du hin mit Feingefühl, mit eben auch guter Überlegung, ja, Gefühl und Intellekt möglichst im Einklang, dann bist du erfolgreich, wenn du eben auch darauf achtest, dass du dich selber nicht übernimmst und natürlich auch nicht zu viel auf einmal willst und auch da eben Ruhephasen und Pausen einlegst. Das ist wichtig, denn Kreativität wächst immer, wenn der Kopf frei sein kann. Und den muss man ab und an mal frei machen, um dann wieder, ich sag mal, eine neue Perspektive einzunehmen, über den Tellerrand zu gucken und vielleicht auch die Ideen anderer weiter zu verwerten. Also man kann ja Impulse kriegen von anderen und dann kommt man selber auf eine noch viel bessere Idee. Also das ist alles möglich. Also sich auch ein bisschen drauf einlassen, gefühlsmäßig. Ich wünsche dir einen schönen Donnerstag. Wir sehen uns, wenn du möchtest, morgen an dieser Stelle wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind bei Donnerstag, 14. September 2023 mit Sonne in der Jungfrau, mit rückläufigem Merkur in der Jungfrau und Mond in der Jungfrau. Fühlt sich sehr eingeengt an. Solltest du aber versuchen, ich sag mal dir so zu erklären, das ist eine Momentaufnahme, das wird sich auch mal wieder ändern. Bisschen quer stehen kann der Neptun in den Fischen, der dich da eben auch so ein bisschen rebellisch machen kann, ungeduldig oder eben auch so ein bisschen depressiv, wenn man eben denkt, man kommt keinen Schritt vorwärts. Glaub mir, du kommst einen Schritt vorwärts, aber es geht alles mega langsam und mit Merkur rückläufig sollte man da eben auch sehr vorsichtig vorgehen. Der rückläufige Saturn sorgt ja dafür, dass du eben auch mal ein bisschen genauer hinschaust, was sich in deinem Inneren tut und das kann helfen. Dafür braucht man aber eben Zeit. Weitere Rückläufigkeiten, der rückläufige Pluto im Steinbock, der Jupiter und der Uranus im Stier jeweils, alles Rückläufigkeiten, wo man sich auch mal drum kümmern kann. Mars ist in der Waage, was dir hilft, eben auch gut aufzutreten, charmant zu sein und auch diplomatisch, das kann nicht schaden. Bisschen
widersprüchlich ist dagegen die Venus im Löwen, die eben auch deine Leidenschaft weckt, deine Ungeduld und auch so ein bisschen den Groll, wenn etwas nicht so klappt. Ja, sei da bitte ein bisschen beherrscht, denn Finanzen und so weiter laufen auch über die Venus. Und das kann bedeuten, dass man dann so Ersatzbefriedigung sucht, sich was gönnt oder so und das dann nachher bereut. Wichtig auch, Mars und Löwe, also Mars in der Waage und Venus im Löwen, können auch die Erwartungen in etwas oder in dich selbst in die Höhe schnellen lassen. Also bleib da bitte auf dem Teppich. Wir schauen mal, was wir heute für die Zwillinge haben. Wir haben beobachten und lernen, also sich einfach auch mal anschauen, wie andere das regeln oder wie andere so unterwegs sind. Waage-Energie hält dich gewogen, sozusagen in der Situation, und du hast eine solide Basis. Das können Freundschaften sein, das kann der Job sein, das kann eben etwas sein, wo du dich zu Hause fühlst, wo du dich wohlfühlst, wo du dann auch das Gefühl hast, ja, das läuft, da bin ich sicher, da kann ich mich öffnen. Und da ist auch die 10 der Kelche. Also gefühlsmäßig sollte es eigentlich soweit gut laufen. Es kann natürlich sein, dass du im Job zum Beispiel blockiert bist, während du privat dich richtig wohlfühlst. Also erst die Pflichten und dann eben das Privatleben. Und da darfst du dann ruhig auch deinen Gedanken nachhängen oder eben die Zweisamkeit oder die Familie genießen. Also durchaus auch schöne Energien trotz Rückläufigkeiten, also kein Stress oder so. Ich denke, dass du mehr beobachtest als aktiv mitwirkst. Du gehst deinen Pflichten nach und versuchst eben, dass die Dinge nicht eskalieren und dass du eben auch nicht zu ungeduldig wirst. Und dann holst du dir sozusagen deine Belohnung im Privatbereich oder im Hobby oder gönnst dir was, was nicht unbedingt Unmengen Geld kosten muss. Also auch eine gute Lösung. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, einen schönen Donnerstag. Wir sehen uns, wenn du möchtest, morgen an dieser Stelle wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Donnerstag, 14. September 2023. Wir haben die Sonne in der Jungfrau, wir haben den rückläufigen Merkur in der Jungfrau und wir haben den Mond in der Jungfrau. Erdenergie trägt auch den Krebs natürlich, kann aber auch ein bisschen anstrengend sein, einen mürbe machen, wenn man irgendwie mit viel Kritik zu tun hat oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, man kommt nicht so wirklich dazu, sich auszudrücken oder man wird nicht richtig verstanden. Das kann natürlich mit Merkur passieren. Also halte dich an das, was du ja momentan regeln kannst, machen kannst und versuch dich bei anderen Dingen nicht zu sehr aufzuregen. Hilfreich sind natürlich Neptun in den Fischen und natürlich der rückläufige Saturn in den Fischen. Auch da solltest du dich darum kümmern, was dir am Herzen liegt, was du brauchst. Vielleicht auch einfach mal Pausen, Ruhe oder eben Gedankengängen zu folgen. Da braucht man auch manchmal ein bisschen Zeit für. Wir haben den Mars in der Waage, ausgewogene, harmonisierende Energie, Diplomatie. Wir haben die Venus im Löwen, da kann es eben auch mal so ein bisschen egomäßig vorgehen, also dass der ein oder andere was will und das unbedingt oder kann auch bei dir liegen. Da wird auch die Venus von der Energie mitgenommen, die im Löwen herrscht. Man sollte aber nicht zu sehr, ich sage jetzt mal, auf irgendwas pochen oder man sollte jetzt auch nicht unbedingt etwas riskieren, wenn es sich vermeiden lässt oder wenn es überschaubar ist, vielleicht ein kleines Risiko. Dann haben wir die Rückläufigkeiten Pluto im Steinbock, den rückläufigen Jupiter im Stier und den rückläufigen Uranus im Stier, auch Erdenergien, die zum Nachdenken und Überarbeiten anregen. Auch das sollte man gegebenenfalls in Angriff nehmen, wenn man die Zeit dazu findet bzw. sich die Zeit dafür nimmt. Was haben wir jetzt für den Krebs? Wir haben eine solide Basis, also die Dinge sind auf gutem Grund gebaut. Wir haben Sorgen und Nöte, kann natürlich sein, dass du ein bisschen panisch wirst, wenn die Dinge nicht laufen oder wenn vielleicht auch irgendwas nicht schnell genug ankommt oder so, ja. Sprich darüber mit den Leuten, mit denen du dich verstehst. Wir haben hier auch, dass jemand oder du vielleicht auch zu seiner Sache steht und das unbedingt durchsetzen möchte. Also es kommt drauf an, worum es geht natürlich, aber es ist wichtig, dass man bei unwichtigen Dingen einfach sagt, okay, ja, aber bei Dingen, die dir wichtig sind, kannst du eben auch mit Freundlichkeit, positiver Art und Weise dich auch natürlich durchsetzen. Da ist wieder so diese diplomatische Energie von Waage dabei, aber auch Einfühlungsvermögen, dass du es auf den Punkt bringst.
du darfst die Dinge ruhig auch vertreten und auch mal sagen, ich möchte das gerne so, aber bitte freundlich bleiben und auch mit dieser Jungfrau-Energie nicht überkritisch werden. Ja, ist wichtig, dass du es nicht persönlich nimmst, gerade bei Merkur rückläufig, dass der ein oder andere vielleicht nicht den richtigen Tod trifft. Es kann dir genauso passieren, also bleib trotzdem wohlgesonnen und denke immer den besten Gedanken. Also wenn jemand was sagt, dann denkst du, okay, der hat sich jetzt einfach durch diese Energien dazu heranführen lassen. Und aber wichtig ist, dass du darüber nachdenkst, aber auch sagst, was du wirklich möchtest in einer positiven Art und Weise. Ich wünsche dir einen schönen Donnerstag. Wir sehen uns morgen wieder, wenn du magst, an dieser Stelle. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Donnerstag, 14. September 2023. Ähnliche Energien wie gestern. Wir haben die Sonne in der Jungfrau, wir haben den rückläufigen Merkur in der Jungfrau und wir haben den Mond in der Jungfrau. Das kann sich schon sehr beengend anfühlen, sehr sachlich, wenig gefühlvoll. Aber trotzdem, man muss natürlich seinen Pflichten nachkommen. Und da solltest du dann auch, ich sage jetzt mal, vielleicht einen Ausgleich schaffen. Ja, wir haben die Venus im eigenen Zeichen. Kann im Privatbereich oder auch in zwischenmenschlichen Bereichen gut funktionieren, ja, mit deiner Energie. Aber man sollte nicht zu viel erwarten und man sollte auch natürlich nicht übertreiben und da irgendwie was, ja, ich sag jetzt mal, fordern oder so, ja. Die Venus wird ja auch für die Finanzen zuständig sein und da sollte man dann auch nicht zu viel riskieren oder zu viel Geld ausgeben als Ersatz. Wir haben rückläufig den Pluto im Steinbock. Wir haben Jupiter und Uranus im Stier rückläufig, also auch Erdenergien, worüber man nachdenken kann, wo man nochmal drüber gehen kann, schauen kann, was man da tun kann vielleicht oder verändern kann. Vor allen Dingen bei sich selbst. Man macht das ja für sich. Neptun ist in den Fischen, macht feinfühlig, sensibel und auch intuitiv. Und natürlich geht es darum, die Dinge anzugehen, sie nicht einfach in eine Schublade zu stecken, sondern sich drum zu kümmern. Auf eine sehr persönliche Art und Weise, nämlich drüber nachzudenken und Lösungen zu suchen. Mars ist in der Waage sehr schön, ist eben auch verbindend, harmonisierend, aber eben auch in Verbindung mit der Venus im eigenen Zeichen auch manchmal sehr hohe Erwartungen aufstellend. Also auch da das gesunde Mittelmaß finden. Du möchtest was hinter dich bringen mit der Welt. Also bist du dabei, aber du hast es noch nicht erreicht. Wir haben dann die 8 der Schwerter, Irritationen. Es gibt noch ein paar Dinge, die müssten geklärt werden. Vielleicht auch dadurch, dass du dir Zeit nimmst, deinen Gedankenwirrwarr erstmal zu sortieren. Ja, und dazu gehört allein Zeit. Ich glaube, du brauchst heute mal ein Stündchen oder vielleicht auch länger, je nachdem. Einfach mal Zeit, dich von diesen Dingen, vielleicht auch vom Stress zu lösen, um einfach mal so einen Plan aufzustellen für dich ganz persönlich. Wie gehe ich vor? Was muss ich als erstes klären? Was ist relevant? Was kann so ein bisschen warten? Wir haben den König der Münzen, da ist die Erdenergie. Und ich habe ja gesagt, wir haben eine Menge Erdenergien, die auch rückläufig sind. Macht- und Ohnmacht-Themen, Veränderungen, schöne Ereignisse, ja. Ich muss das sortieren für mich, damit ich das dann im Außen auch vertreten kann oder mich darum kümmern kann, dass die Dinge laufen. Und deswegen brauchst du ein bisschen Abstand, auch zu dem, was vielleicht tagtäglich so Verwirrendes passiert, um diese Hürde zu nehmen, ja. Einfach mal, wenn du kannst, ein bisschen, ja, sich Zeit nehmen zum Nachdenken und vielleicht nachgetane Arbeit, vielleicht auch im Sport, je nachdem, was dir Freude macht und womit du den Kopf frei kriegst, ja. Das wäre heute angebracht, vielleicht auch ein Stündchen schlafen oder so, je nachdem, was dir dabei hilft. Viel Erfolg dabei, wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Donnerstag, 14. September 2023. Wir haben die Sonne, den rückläufigen Merkur und den Mond im eigenen Zeichen. Das ist eine ganz schön große Energie-Jungfrau. Und da kann es natürlich sein, dass du von den Pflichten, die du dir so vorstellst, erschlagen wirst. Dass du das Gefühl hast, oh Gott, ja, wie soll ich das alles schaffen? Versuche erstmal die wichtigsten Themen herauszupicken, ja, und dich erstmal nur darum zu kümmern, eins nach dem anderen. Nichts in Eile. Wir haben die Waage-Energie, Mars in der Waage.
Da ist Ausgleich drin, ne? Harmonie, vielleicht auch Zusammenarbeit. Und wir haben die Venus im Löwen. Da ist gute Energie auch in Beziehungen drin. Man ist Feuer und Flamme vielleicht für etwas, aber man sollte sein Ego ein bisschen hinten anstellen. Und auch die Erwartungen, die man an sich und andere hat, das ist ganz wichtig. Und dann die Finanzen auch vorsichtig betrachten und keine unnötigen Risiken eingehen. Wir haben Rückläufigkeiten, Pluto im Steinbock. Wir haben Jupiter und Uranus im Stier. Auch da geht es darum, einfach mal nach innen zu schauen, wie stehe ich zu den Dingen und wie gehe ich damit um? Kann ich da was verbessern? Wir reden jetzt erstmal nur über die wichtigsten Dinge, die du eben heute dann vielleicht erstmal klären musst. Denn Neptun in den Fischen irritiert dich ganz schön in deiner Gefühlswelt. Also setz dich bitte nicht zu sehr selber unter Druck. Da haben wir auch den rückläufigen Neptun in den Fischen, der dich dazu anhält, dich um dich liebevoll zu kümmern. Wie ein guter Freund eben. Ja, also lass dich davon nicht beirren. Es geht nur langsam. Man kann nichts überstürzen und man kann eben auch nicht, ja, über ehrgeizig sein, habe ich es kaum gesagt. Der Teufel ist die Übertreibung. Es kann sein, dass du mit diesen tollen, eigentlich tollen Energien in Jungfrau eben übertreibst und dir einfach zu viel vornimmst oder zu ehrgeizig bist. Du hast großartige Ideen und die lassen sich sicherlich auch nach und nach verwirklichen, aber eben nicht sofort und nicht so aus dem Stegreif. Man muss sich schon mit allen Schritten hier mit den 7 der Münzen befassen, beschäftigen. Wie hängt das zusammen? Wie gesagt, Prioritäten setzen, was ist jetzt wirklich relevant und wichtig und was kann erstmal ein bisschen warten? Da ist die Beobachtung gut, aber auch die Perspektive, ja, dass du eben die Perspektive wechselst. Vielleicht nicht wie die Person, die es ausführt, sondern die Person, die es erwartet oder die Person, die es braucht für irgendwas. Also wie die Dinge zusammenhängen. Ich glaube, das musst du erstmal beobachten, bevor du da eine neue Perspektive einnehmen kannst. Die Ideen kannst du dir aufschreiben. Du musst sie nicht heute umsetzen und du solltest vorsichtig sein, denn du könntest mit dieser Energie auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen manipulativ vorgehen im Zusammenspiel mit dem Magier. Und das solltest du dir überlegen, das geht schief bei Merkur rückläufig, ja. Lieber erstmal gucken, wie hängen die Dinge zusammen, was kann ich tun, was ist so in meinem Bereich und wer kann mir vielleicht auch dabei helfen. Also lass dich auch nicht davon zurückhalten, dass du alles alleine machen möchtest. Lass dir ruhig Unterstützung zukommen. Hier ist es eher das Empfangende, der Gehängte ist eben, ich schaue mir erstmal die Zusammenhänge an. Dann kann ich mir vielleicht ein paar Arbeitsgänge sparen. Also ganz in Ruhe, ganz relaxed, einen schönen Donnerstag. Wir sehen uns, wenn du möchtest, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Donnerstag, 14. September 2023. Wir haben weiterhin die Sonne in der Jungfrau, den rückläufigen Merkur in der Jungfrau und den Mond in der Jungfrau. Auch das fühlt sich für die Waage so ein bisschen eingeengt an. Aber das ist nur eine Momentaufnahme und du bist ja eben auch, ich sag mal, diplomatisch unterwegs und kannst sicherlich mit dem Hinweis, dass das nicht lange so geht, auch umgehen. Also mach schön langsam. Lass dich nicht irgendwie davon tragen. Mars ist im eigenen Zeichen, gibt dir Kraft und du gehst da ganz entspannt ran, hoffe ich zumindest. Die Venus ist im Löwen, ja, betrifft natürlich die Finanzen genauso wie den Job oder wie man mit Dingen umgeht, die zwischenmenschlichen Beziehungen und so weiter. Sollte man auch nicht zu, ich sag jetzt mal, dominant auftreten, ne? Und sollte man auch entgegenkommend sein. Da hilft auch Neptun in den Fischen, dass man eben auch ein bisschen sensibel ist oder so freundlich entgegenkommt. Der Neptun in den Fischen rückläufig sagt ja auch, was tut dir gut? Was brauchst du, damit du dich besser fühlst? Und nimm dir ein bisschen Zeit, die Dinge zu klären für dich. Dann bist du im Außen viel stärker unterwegs. Rückläufigkeiten, Pluto im Steinbock, Uranus und Jupiter, beide im Stier, sind auch rückläufig. Das sind Themen, über die man nachdenken sollte. Macht und Ohnmacht, die schönen Ereignisse, die man natürlich wiederbeleben möchte und die Veränderungen, die stattfinden. Ja, also es gibt viele Energien, mit denen du hantieren solltest. Rückläufiger Merkur ist natürlich immer zu beachten. Die Kommunikation ist schwieriger als sonst. Wir haben auch hier, ja, das ist die Energie zwischen der Venus im Löwen und dem Mars in der Waage, die hohen Erwartungen. Ne? Man will das eben schaffen, man will das machen, aber du hast
deine Erfahrungen damit schon gemacht? Es lohnt sich nicht, zu hochtrabende Ziele zu haben oder vielleicht auch zu schnell die Dinge fertigstellen zu wollen. Es geht immer darum, das Gesamtbild zu sehen, ja, und nicht eben eine Sache. Und das hilft, wenn man miteinander spricht, wenn man sich abstimmt mit anderen, sechs der Schwerter, dass man eben sich austauscht. Vielleicht kann der ein oder andere auch was übernehmen, ja, also dass man sich die Arbeit teilt oder man sagt, wenn du das machst, dann mache ich das, was der ein oder andere vielleicht auch besser kann. Also ein gutes Arrangement ist da eine wichtige Sache. Und dann kannst du dich viel besser auf das konzentrieren, was du gerade machst. Und das ist der Hinweis für heute. Verzettel dich nicht. Ja, denk an die Dinge, die du schon erlebt hast. Also lerne aus den Dingen, wo das nicht so gut geklappt hat. Ja, und auch mit den hohen Erwartungen oder den Illusionen, den Vorstellungen, dass man auf dem Teppich bleibt und sich eben arrangiert, abstimmt. Dann kann man vielleicht mit Freude schneller sogar die Dinge fertigstellen, als man das überhaupt gedacht hätte. Also probier es aus. Vielleicht ist es auch ein neues Projekt, eine neue Sache, die du ausprobierst, aber alles in Ruhe und schön entspannt. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wir sehen uns, wenn du möchtest, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Donnerstag, 14. September 2023. Weiterhin Sonne, rückläufiger Merkur und Mond in der Jungfrau. Du kommst mit dieser Energie normalerweise gut klar, weil du eben auch gut geplant und ehrgeizig vorangehst. Diese geballte Jungfrau-Energie kann dich aber auch überkritisch und vielleicht auch nervös machen, weil du denkst, ich schaffe das alles gar nicht. Ja? Deswegen nimm dir von vornherein gar nicht erst so viel vor und denk dran, dass durch Merkur rückläufig ja viele Dinge eben auch langsamer gehen oder verzögert werden. Ja, darauf sollte man sich schon eingestellt haben. Wir haben es ja bald geschafft. Bis Freitag geht das noch. Ja. Und wir haben die Waage-Energie. Mars ist in der Waage. Ausgleich, ja, diplomatisch vorgehen. Und wir haben die Venus im Löwen. Da haben wir natürlich Temperament. Da kann man auch mal ruppig reagieren oder so ein bisschen egozentrisch. Vorsichtig davor, versuche das im Griff zu behalten. Die Finanzen sollten auch im Griff bleiben. Man sollte da keine unnötigen Risiken eingehen. Und natürlich sollte man keine zu hohen Erwartungen schüren. Ja, die Löwe-Energie und die Waage-Energie können dazu verleiten. Neptun in den Fischen macht dich auch sensibler und feinfühlender und das hilft. Ja, da kann man sich eher schon mal damit arrangieren, dass es vielleicht nicht so schnell geht. Der rückläufige Saturn sagt dir auch ruhig Blut, lieber Skorpion. Es geht alles nicht so schnell, auch wenn du das gerne hättest. Die anderen wollen es vielleicht auch gerne schneller. Aber da sind viele kleine Stolpersteine, auf die man Acht geben muss. Wir haben dann Rückläufigkeiten in den Erdenergien, den rückläufigen Pluto im Steinbock, den Jupiter und den Uranus im Stier, also auch Erdenergien, die dich eigentlich gut tragen. Man kann darüber nachdenken, wie man mit diesen Energien weiter umgehen möchte. Also auch gerade beim Stress kann man überlegen, das bringt nicht so viel, wie machen wir es besser? Schauen wir mal, was haben wir für den Skorpion am heutigen Donnerstag, ja? Wir haben den Stern, die Heilung. Also, da findet schon Heilung statt. Also, du hast schon ein paar Dinge für dich vielleicht auch arrangiert, für dich selbst gefühlsmäßig auch in Ordnung gebracht. Du fühlst dich schon besser. Hatten wir auch in den vorigen Legungen schon mal. Du machst langsamer. Das ist gut. Ja, dann hat man nicht irgendwie so viele Dinge auf einmal zu tun. Du bist mit Leidenschaft dabei und du wartest auf den Moment, wo es heißt, jetzt geht's wieder voran. Aber du solltest eben nicht denken, dass das dann wie ein Raketenstart ist. Es ist einfach so, dass das eben trotzdem bis zum Jahresende nicht so super schnell geht, ja. Du musst dich auch noch mit ein paar Dingen auseinandersetzen, vielleicht Dingen, die vorher schief gelaufen sind, also wo du, sagen wir mal, zu temperamentvoll reagiert hast oder auch, ich sag jetzt mal, ein bisschen, ja, kritisch warst oder bist heute, kann auch sein mit der Jungfrau-Energie. Also da kann es auch mal mit dir durchgehen, aber wie gesagt, wir sind bei Merkur rückläufig und dann kann man ja auch sagen, dass man da ein bisschen zu forsch gewesen ist oder so. Also lass dich nicht beirren, bleib ruhig, bleib freundlich, entgegenkommt und schnauf zwischendurch immer mal durch oder nimm dir ein bisschen Zeit, zu überlegen, wie man das anders handhaben kann. Das ist auf jeden Fall auch eine Lernphase und natürlich auch, ja, sich selber auch so ein bisschen im Griff haben. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder.
Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Donnerstag, 14. September 2023. Weiterhin haben wir die Sonne, den rückläufigen Merkur und den Mond in der Jungfrau. Keine Energie, mit der du dich gerne umgibst, ja. Also ich würde vorschlagen, dass du da sehr vorsichtig vorgehst, ja. Wir haben die Venus im Löwen, ja, aber die kann eben auch mal ein bisschen dickköpfig, egozentrisch reagieren. Das sollte man wissen und sich darauf einstellen. Mit dem Mars in der Waage kann es sogar dazu kommen, dass man einfach zu viele Dinge auf einmal will oder einfach zu fordernd daherkommt. Die Venus steht ja auch für die Finanzen. Auch da bitte aufpassen. Ja? Neptun ist in den Fischen, macht dich kirre, so gefühlsmäßig. Aber der rückläufige Saturn möchte cool down, lieber Schütze. Nichts überstürzen, lass dir Zeit, überlege, bevor du eine Entscheidung triffst oder wie es dir geht in dem Moment und warum du vielleicht auch manchmal ein bisschen überreagieren könntest. Ja, die Frage sollte man sich ab und an mal stellen. Wir haben dann Rückläufigkeiten mit Pluto im Steinbock, Uranus und Jupiter im Stier. Ja, auch da sind Themen, die man mal bearbeiten kann. Also es gibt viel zu tun, ja, und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn du da ab und zu mal ein bisschen mehr Zeit brauchst. Viele Dinge sind sowieso gerade nicht so schnell möglich. Liebevolle Fürsorge mit der Königin der Kelche. Das betrifft dich selbst, aber vielleicht auch jemanden in deiner Umgebung. Da ist der Mond. Da gibt es etwas, was dich beschäftigt, belastet. Da kommt etwas an die Oberfläche. Vielleicht ist es, wie ich sagte, ein Trigger, eine Sache, die das hervorholt, wo du dann vielleicht auch sehr dünnhäutig sein kannst. Hier, wir haben die Intuition, dein Bauchgefühl. Was sagt dir dein Bauchgefühl? Bevor du jetzt, ich sag mal, anderen gegenüber reagierst oder irgendwas sagst, geh erstmal in dich. Denn wir haben so viele Rückläufigkeiten, da sollte man erstmal hinterfragen, wo kommt das eigentlich her? Und dann sei aufrichtig. Sag dir ehrlich, woher das kommt, wie du damit umgehen möchtest und was du natürlich auch daraus lernen kannst. Diese Sache, der Mond, ist immer das, was im Verborgenen ist, das, was wir unbewusst vielleicht tun oder was wir mit uns rumschleppen aus früheren Tagen. Und plötzlich kommt das durch irgendwas an die Oberfläche. So. Und wenn das an die Oberfläche kommt, bist du gefragt, dir das genauer anzuschauen, damit du es ein für alle Mal wieder sozusagen dahin zurückschicken kannst, wo es herkommt. Und eben dich liebevoll darum kümmern, das bedeutet, du bist nicht böse auf dich und du bist auch nicht böse auf andere, ja, sondern du klärst das und kümmerst dich liebevoll um die Makel oder die Dinge, die dich belasten, um dann eben auch aufrichtig und ehrlich zu erkennen, was die Ursachen dafür waren. Weil wir wollen ja keine Momentaufnahmen irgendwie heilen, sondern wir wollen die Ursachen bekämpfen. Und das ist nämlich das, was man als Lektion dann gelernt hat, damit solche Dinge für einen dann auch klar und deutlich sind und dass man die eben auch vielleicht vermeiden kann. Also viel Arbeit ist dabei, aber es lohnt sich. Ich wünsche dir viel Erfolg. Gutes Gelingen, wir sehen uns morgen wieder, wenn du magst. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Donnerstag, 14. September 2023. Wir haben weiterhin die Sonne in der Jungfrau, auch den rückläufigen Merkur natürlich und den Mond auch. Das bedeutet sehr viel kritische, natürlich ehrgeizige und kontrollierende Energie, die dann natürlich dazu führen kann, dass man übertreibt. Auch du als Steinbock, du hast ja auch gerne die Dinge unter Kontrolle und deswegen solltest du versuchen, den Ball da auch flach zu halten. Mit dem Neptun in den Fischen bist du entgegenkommend, freundlich, sensibel auch, intuitiv und solltest deshalb auch darauf achten, dass du eben nicht ohne Grund oder vielleicht übertrieben auf kritische Situationen reagierst, gerade bei Merkur rückläufig nicht. Wir haben Pluto im Steinbock rückläufig, da haben wir das Thema Macht und Ohnmacht und da eben auch lernen, dass man eben nicht immer Macht ausüben muss, sondern dass man eben miteinander agieren sollte. Wir haben auch weitere Rückläufigkeiten, den Jupiter im Stier und den Uranus im Stier. Da gilt es natürlich auch zu schauen, was kann man da noch verbessern.
Ja, dann haben wir den Mars in der Waage, da ist auch Harmonie drin, Ausgewogenheit, Diplomatie, das kann nicht schaden. Bisschen schwieriger wird es dann mit der Venus im Löwen, der natürlich Temperament hat, Durchsetzungskraft und einen gewissen Stolz. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man da vielleicht die Ziele nicht ein bisschen zu hoch setzt. Ja, also vorsichtig mit dieser Energie. Natürlich haben wir dann eben auch, ja, ich sag mal, diese Energie von Neptun in den Fischen rückläufig, wo man schauen muss, was tut mir selber gut. Wenn ich mich also mit anderen immer anlege, weil ich das durchsetzen will, was ich will, ist das nicht die beste Methode. Aber schauen wir uns das jetzt einfach mal in den Karten an diesem Donnerstag an. Strategisch vorgehen. Drei der Stäbe. Wir haben den Stern. Die Strategie überarbeiten. Überdenken, vielleicht was anders machen, heilen. Man darf ruhig was riskieren, ja, aber das sollte eben in dem Maße sein, dass man sagt, okay, ich versuche es mal anders, ja. Ich versuche jetzt nicht mich gewaltsam, also jetzt verbal gewaltsam irgendwie durchzusetzen, sondern mit Freundlichkeit, mit Entgegenkommen, mit Toleranz. Damit fährst du auf jeden Fall besser als Steinbock, ja. So ein bisschen Geduld ist natürlich auch vonnöten. Mit Merkur rückläufig kommen die Dinge ja auch nicht immer so an, wie sie sollen. Also da sollte man dann eben auch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Mit der Strategie bedeutet eben auch erstmal gucken, woran liegt's denn? Woran scheitert es vielleicht? Man kann über seinen Schatten springen. Und ich glaube, das ist das, was du an diesem Donnerstag einfach mal ausprobieren solltest. Mit Freundlichkeit, mit einer Handreichung, also Kompromissbereitschaft. Und damit fährst du dann einfach besser. Ich bin gespannt, wünsche dir natürlich viel Erfolg. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Donnerstag, 14. September 2023. Wir haben die Sonne in der Jungfrau, den rückläufigen Merkur in der Jungfrau und den Mond in der Jungfrau. Auch bei dir fühlt sich das an, als würde man mit angezogener Handbremse fahren. Okay, da muss man sich drauf einstellen. Wir haben viele Energien, die uns eben momentan ausbremsen, auch von außen natürlich, nicht nur in uns selbst. Und da braucht man natürlich Muße, Geduld. Und diese Zeit, die uns vielleicht fehlt, bei anderen Dingen können wir damit verbringen, uns selber besser kennenzulernen. Dazu dient dann natürlich der rückläufige Saturn in den Fischen. Der Neptun in den Fischen macht uns ein bisschen sensibler. Also man kann sich so ein bisschen darauf einstellen, dass andere es auch nicht leicht haben. Dann haben wir die Venus im Löwen, die dich stärkt, die dir auch dein Ego so ein bisschen vor Augen führt. Aber ob man das jetzt unbedingt auch bei den anderen ausführen möchte, sollte man sich gut überlegen. Mars ist in der Waage und Mars ist eben auch kämpferisch, aber sehr unentschlossen mit der Waage-Energie. Und man kann in Verbindung mit der Löwe-Venus eben auch zu hohe Erwartungen haben in alles, also in sich, in andere, in die Situation. Ja, bleib auf dem Teppich. Jetzt sind ja die ganzen Erdenergien auch rückläufig. Pluto im Steinbock, der Jupiter im Stier und der Uranus im Stier, alles rückläufig, ja. Und da muss man erstmal drüber nachdenken. Das muss man erstmal für sich selber klären. Und dann kann man nach vorn gehen. Schauen wir uns an, was wir für den Wassermann heute haben. Rückzug, Alleinzeit, Nachdenkzeit oder einfach Entspannung. Vielleicht brauchst du ein bisschen Ruhe. König der Schwerter, deine Energie. Der König der Schwerter nimmt ja keine Rücksicht, ja. Und wenn ich das sehe jetzt so hier, dass du eben in Alleinzeit bist, könnte das durchaus auch deine Energie sein, dass du gnadenlos offen und ehrlich zu dir selber bist. Hier haben wir nicht viel Gefühl drin, aber sei nicht zu harsch mit dir selber. Wir alle sind Menschen mit Fehlern und wir können natürlich auch gute Ideen haben. Der Magier bedeutet ja, dass du großartige Ideen hast, um die Dinge eben auch voranzuführen, umzusetzen für dich selber, aber auch im Zusammenspiel mit anderen, im Job zum Beispiel. Aber es ist noch viel mehr notwendig, nämlich dass man sich selbst eben kümmert. Und da haben wir den König der Kelche. Da zeigst du das Gefühl nicht so nach außen, aber es ist wichtig, dass du Gefühl hast auch für dich, ein Gespür dafür, was dir gut tut, was dir nicht gut tut, was überzogen ist oder was vielleicht auch dazu führen könnte, dass du eben nicht das erreichst, was du erreichen möchtest. Sensitivität eben
sich auf andere einzustellen, ist ausgesprochen wichtig, weil man dadurch merkt, wie die anderen so unterwegs sind und ob die einem gewogen sind oder nicht, ja. Und ja, es ist eben auch so ein bisschen Erkenntnis darüber, dass man eben natürlich alles sagen kann, aber dass das vielleicht nicht immer so ankommt, gerade bei Merkur rückläufig. Und deswegen sollte man eben vorsichtig sein, ja. Und das würde ich dir ans Herz legen. Pausen sind dringend notwendig, ja. Also kümmere dich darum, ein bisschen mehr Klärung für dich selbst herbeizuführen, auch im Gefühlsbereich und deine Ideen, auch, ich sag mal, deinen Gefühlen gegenüberzustellen. Einen schönen Donnerstag wünsche ich dir. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Donnerstag, 14. September 2023. Wir haben die Sonne in der Jungfrau, den rückläufigen Merkur in der Jungfrau und den Mond in der Jungfrau. Ja, da ist sehr viel Verlässlichkeit drin, Planung, Vorbereitung, sehr viel Sachlichkeit und wenig Gefühl erstmal, ja. Und deswegen, ja, halte dich an das, was getan werden muss und sei so sachlich, wie du eben sein kannst, ja. Gefühle sind wichtig, aber manchmal, ja, es kommt auf die Situation drauf an. Im Privaten natürlich schon eher. Wir haben die Venus im Löwen. Da kann man auch zwischenmenschlich natürlich gut mit anderen auskommen, aber man sollte eben nicht zu herrisch rüberkommen. Das kann auch von den anderen ausgehen. Das muss nicht unbedingt von dir ausgehen. Da muss man drauf klarkommen. Finanzen sind auch wichtig, dass man keine unnötigen Risiken eingeht. Wir haben den Mars in der Waage, da kann man ausgleichen, diplomatisch vorgehen. Aber die Verbindung Mars in Waage und Venus in Löwe kann eben auch dazu führen, dass wir uns zu viel vornehmen, dass wir von uns irgendwie ja zu viel verlangen oder eben von den anderen zu viel verlangen. Auch da muss man ein bisschen achtsam sein. Kreativ und verträumt macht dich der Neptun in den Fischen. Der rückläufige Saturn in den Fischen sagt, lieber Fisch, achte darauf, nicht zu übertreiben, weder im zu verträumt sein, noch im ja zu hohe Ansprüche haben. Ja. Wir haben die Erdenergien rückläufig, der Pluto im Steinbock, der Jupiter im Stier und der Uranus im Stier. Also viele Dinge, über die wir nachdenken können, wo wir was machen können. Aber die wollen erstmal überlegt sein, auch gefühlsmäßig. Schauen wir uns jetzt an, was wir an diesem Donnerstag für die Fische haben. Disziplin. Erstmal heißt es ran an den Speck, was zu tun ist, erledigen, aber nicht überstürzen, ne? Geselligkeit gehört dazu, in der Gemeinschaft, zum Beispiel im Team, in der Familie und so weiter. Und dann heißt es auch, nimm dir Zeit für dich selbst. Es ist Zeit zum Arbeiten, Zeit für Geselligkeit und dann ist Zeit zum Nachdenken auch, ja. Und da haben wir die Illusionen. Wobei das bei dir als Fisch natürlich auch wichtig ist, dass du von Zeit zu Zeit mal eben auch träumen kannst, auch wenn das illusorisch ist und wenn das wenig mit der Realität zu tun hat. Aber hier hast du deine Realität sozusagen schon abgearbeitet. Nimm dir ruhig auch Zeit zum Träumen, aber sieh auch, dass das eben Träume sind, dass das eben Vorstellungen sind, Luftschlösser, ja. Das ist in Ordnung, ja. Solange du nicht erwartest, dass die Leute eben danach leben oder das erfüllen können. Denn wie gesagt, in der Realität sieht meistens vieles anders aus. Auch zu hohe Erwartungen sind natürlich schwierig, aber wenn du das mit dir alleine sozusagen ausmachst, dann kommst du sicherlich auch auf den Trichter, dass du dir vielleicht auch nicht ganz so viel unbedingt auferlegen möchtest, ja. Also man muss schon drüber nachdenken, schaffe ich das und habe ich genug Zeit dafür und Energiereserven. Das ist schon wichtig. Also Zeit zum Arbeiten, Zeit zum Träumen. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder.